Ja, hi zum Aussteigerkanal. Heute wollte ich mal ein Video machen über das Klima in Portugal. Ich bin hier bei meinen Gänschen. Genau, ich hatte zwar schon mal ein Wettervideo gemacht, aber ich habe jetzt einen Videowunsch bekommen über das Klima in Portugal und versuche jetzt noch mal ein bisschen was darüber zu sagen. Also jetzt zum Beispiel haben wir April. Und dieses Jahr ist es so warm wie normalerweise Mitte Mai. Also ich sitze hier in der Sonne und habe kurze Hosen und T-Shirt und Hut auf und es ist bestimmt 30 Grad in der Sonne. Also es fühlt sich so an, es fühlt sich sehr warm an. Es fühlt sich so an, als müsste ich gleich in Schatten gehen. Also das Wetter in Portugal, es kommt immer so in Wellen. Ja? Es kann jetzt eine warme Phase sein und es kann auch wieder kühler werden. Und es kann jetzt aber auch immer heißer werden. Also normalerweise fühlt sich der portugiesische Frühling so an wie der deutsche Sommer. Ja, dann können sich die Leute mal gar nicht vorstellen, was, das wird noch heißer? Das können die sich immer gar nicht vorstellen, ne? Und es ist aber so, ja. Also an den Uferzonen gibt es immer ein Uferklima, weil da die Luft ständig in Bewegung ist und sich in so einem tunnelartigen In einer tunnelartigen Bewegung immer auch einen gewissen Wind erzeugt. Deswegen gibt es am Ufer immer eine leichte Brise und es ist angenehm kühler. Das kann bis zu 10, 12, 13 Grad oder mehr im Vergleich zum Alentejo kühler sein am Meeresufer wie im Hinterland. Und die dumme Sache mit dem Wetter in Portugal ist die, dass wenn sie portugiesisches Wetter auf internationalen Fernseh- oder Radiokanälen sagen, kommt immer nur Wetter Faro oder Wetter Lissabon. Beide Städte liegen am Atlantik. Ja, also da könnt ihr immer 10 Grad draufknallen, dann wisst ihr, wie warm es im Inland ist. Und Inland zählt also schon 10 Kilometer vom Meer, ist also schon Inland. Das heißt, wenn ich hier zum Meer fahre auf dem Roller, dann spüre ich an meiner Haut, wie es immer kühler und kühler wird. Und wenn ich wieder zurück wäre, wird es immer heißer und heißer und heißer und heißer. Das ist auch manchmal ein echt beklemmendes Gefühl, muss man sagen, weil man nicht weiß, boah, wie heiß wird es denn noch, ne? Also das ist schon manchen Tagen kaum auszuhalten, so heiß ist das. Ja? Deswegen ist ja auch hier mal alles zu nachmittags. Will ja kein Mensch arbeiten, weil es kann kein Mensch arbeiten. Ne? Es ist zu heiß. Oh, meine Babys hier. Wo sind sie denn da? Hey. Ja, ich bin ganz immer stolz auf meine Vogelnachzucht und möchte natürlich auch ein bisschen zeigen. Ich bin ein bisschen weiter weg, deswegen habe ich die rangezoomt, aber ich mache es jetzt wieder ein bisschen wieder zurück. Genau, also nachts ist es im Winter hier meistens zwischen 0 und 10 Grad irgendwo, ja. Bis Weihnachten kann man sich am Strand sonnen. Ja, genau die Temperaturen sind, weiß ich auch nicht. Jedenfalls ist es warm. Also bis Weihnachten ist es nachts auch nicht unter 10 Grad. Ja? Es ist sehr angenehm. Da gibt es auch einen portugiesischen Bauernspruch, der heißt, bis Weihnachten hat man immer Sonne. Ja, zu Weihnachten ist das Wetter gut. Die kältesten Monate in Portugal sind Januar, Februar, März. Durch diese ganze Veränderung des Klimas ist es hier folgendermaßen, dass der Winter länger geworden ist. Zum Beispiel dieses Jahr musste ich bis Mitte April nachts heizen. Und normalerweise höre ich bis Mitte März und bin Mitte März, manchmal Anfang März, nachts das Heizen auf, weil es schon über 10 Grad nachts ist. Muss man nicht mehr heizen. Es gibt auch sehr viel Winterstürme im Winter, sehr viel Regen, monsunartige Regenfälle, manchmal mit Winden und Böen bis zu 45 Knoten. Das ist also schon ganz schön heftig. Da hält kein Zelt mehr stand. Die Solarplatten werden durchgedrückt, die Rahmen bleiben meistens stehen, aber die Solarplatten sind dann kaputt. Solche Vorkommnisse gibt es hier oft. Es gibt im Winter hier auch kleine Tornados, also man muss Dächer auch gut festbinden und so Leichtbauweisen, die gehen dann meistens kaputt. Das ist durch die starken Böen einfach. Es gibt einen Unterschied zwischen Wind und Bö. Ja, es gibt also einen Grundwind dann von vielleicht 35 Knoten und die Bö ist dann
45, 48, 50 Knoten, war alles schon da. Und hier gibt es Kleintornados, die dicke Olivenbäume entwurzeln oder große Alpharoba-Bäume entwurzeln. Das kann alles vorkommen. Ja? Hier, also ich rede von der Algarve. Ich bin an der Algarve, für die, die mich nicht kennen. Und ja. So, und im Frühling, dann so April, ist es dann so heiß wie in Deutschland im Sommer. Mai auch. Und Juni, Juli, August bis Mitte September sind so heiß wie, keine Ahnung, in der Sahara. Also es gibt unheimliche Hitzewellen hier und das kann man wirklich nur aushalten am Strand, wenn man alle 10 Minuten ins Wasser geht, so ungefähr, ja. Genau, die Tiere leiden immens. Bei mir fallen manchmal die Hühner tot um vor Hitze. Auch manchmal, was ist denn noch tot umgefallen? Ja, ich glaube auch schon mal eine Gans. Und ja, die Hühner stehen dann auch wirklich da mit ausgespreizten Flügeln wie Inri und haben den Mund offen und hecheln. Also es ist kein schöner Anblick. Alle Vögel hecheln eigentlich dann im Sommer hier. Die brauchen alle Schatten und immer viel Wasser muss man ihnen zur Verfügung stellen, sonst geht es gar nicht. Ne? Hunde, die bewegen sich auch nicht mehr, die liegen im Schatten an der Seite. Die Zunge hängt ihnen raus und klebt am Boden fest, weil die müssen ja auch irgendwann mal schlafen, können aber nicht schlafen, weil es so heiß ist, weil sie immer hecheln müssen. Und auch hecheln nimmt ja auch die Energie weg. Deswegen ist es wirklich oft, die liegen auf der Seite, offenen Mund, schlafen, also hecheln quasi ein und die Zunge fällt raus und klebt am Boden fest, also durch den, ne, wegen dem Speichel und so weiter. Also das ist nicht schön hier, ne, mit der Hitze, außer man hat viel Geld und dicke Wände und eine Aircondition, dann kann man es natürlich hier hinten aushalten, ja. Genau, was fällt mir noch ein? Genau, im Winter ist es gut, mit Holz zu heizen. Das ist der Gegenspieler zur Feuchtigkeit. Portugal ist ein sehr feuchtes Land und es wundert mich immer, wenn die Leute sagen, ja, ich habe Rheuma, ich gehe nach Portugal, geht es meinem Rheuma besser. Solche Sachen möchte ich immer schwer anzweifeln, aber ich glaube, die Leute wissen es einfach nicht besser vorher. Denken, hier ist warm und tja, so ist es dann, dieses Halbwissen immer. Und heizen muss man hier, also letztes Jahr musste ich früh heizen. Ab Oktober bis jetzt eben, das war die längste Phase, die ich je geheizt habe. Der Winter war sehr trocken bis auf letzten Monat und ich weiß nicht, wie viel Wasser noch runterkommt. Jedenfalls ist viel zu wenig runtergekommen. Die Stauseen sind leer. Die Algarve wird von Stauseen bewässert, sagen wir mal so. Und, die von Norden nach Süden verrohrt. Das Wasser wird hier runtergeleitet und wenn da wenig Wasser drin ist, dann ist es nicht besonders toll für uns. Ja, dann kommen dann im Radio Durchsagen, wie sie dürfen ihre Blumen nicht mehr gießen, sie dürfen ihre Autos nicht mehr waschen, sie dürfen ihr Gemüse nicht mehr gießen. Ja, sonst haben wir alle nicht genug Wasser. Aber sie mussten ja unbedingt 31 Golfplätze bauen auf 150 mal 50 Kilometer. Ne? Die haben schon vor 10 Jahren gesagt, sie hatten 20 Golfplätze. Es reicht jetzt für die Algarve, sonst kriegen wir Wasserprobleme. Aber durch die gesamte Korruption, die hier herrscht, haben sie noch mal 10 mehr gebaut. Und jetzt kommen wir wirklich ins Schleudern mit dem Wasser hier, ne? Alles die Schuld der geldgierigen Geldgeier, würde ich mal sagen. Ah ja, naja, was fällt mir noch über das Wetter ein? Nordportugal hat anderes Wetter, hat auch sehr viel Sonne, viel mehr Sonne wie Deutschland. Ist auch viel wärmer, aber eben nicht so heiß wie hier unten. Aber Sonnenstunden gibt es, weiß Gott, genug. Und der einzige Unterschied, dort regnet es öfter im Winter. Und es gibt natürlich einige kleinere Gebirgszüge, auf denen liegt auch Schnee, wie zum Beispiel unter anderem in der Serra Estrela, da kann man dann sogar Skifahren. Und dieses Wasser schmilzt dann, der Schnee und das ganze Zeug schmilzt natürlich wieder im Frühling, sodass es da viel mehr kleinere Flüsse, große Flüsse, viel mehr Seen, Stauseen, Wasserfälle gibt, tiefe Barrancos und Schluchten, in denen unten ein Wildwasserfluss fließt und so weiter. Das gibt es alles, es ist wunderschön da oben. Wesentlich fruchtbarer, wasserreicher wie der Süden. Ja? Also wer Agrikultur betreibt, für den wäre es wahrscheinlich besser, eher in den Norden zu gehen. Weil hier muss man dann Dutzende von Brunnen bohren, und um das Wasser überhaupt zu haben. Und man hat dann nicht wirklich einen Schutz davor, dass der Brunnen nicht mal tiefer fällt. Man kann immer mal wieder tiefer bohren, aber ich schätze, auch das hat ein Ende irgendwann mal. Ja?
Wenn ihr noch weitere Fragen zum Wetter habt und zum Klima, ich habe auch noch ein anderes Wettervideo gemacht. Ich weiß nicht, wie das hieß, das Wetter in Portugal oder so. Dann könnt ihr mir auch unter dem Video Fragen stellen und ich versuche, die zu beantworten. Ja, ich hoffe, ich habe so einigermaßen alles erwähnt und konnte euch irgendwie weiterhelfen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!